Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 2 Remastered. Ich habe mir nochmal die kleine Mühe gemacht und einen letzten Speicherstand geladen. Und zwar den kurz nachdem Shelly abhanden kommt, also nachdem wir ihre Mutter getroffen haben, genau. Und weil da habe ich ja doch schon ein bisschen Mist gebaut, weil ich halt auch gar nicht mehr so konzentriert war. Und habe jetzt dafür gesorgt, dass noch ein bisschen mehr Heilung da ist. Wir haben 4 Farbbänder, hatten wir vorher, glaube ich, auch. Und ich habe vor allem MP-Munition gespart. Das fand ich ja dann doch auch eher beruhigend. Yes. Was gibt es noch? Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie man hier so ein bisschen mit dem Gameplay klarkommt. Und habe mir da noch so 1, 2 Tipps quasi abgeholt. So, hat jemand Bock? Also Milch, ich habe gedacht, das Gleiche. So, warte mal, wie ging es denn jetzt hier raus eigentlich? Durch. Ach nee, wir sind ja von oben runter gehopst. Genau so war's. Also geht's jetzt hier raus. Halt öfter mal auf die Map schauen, weil ich ja tatsächlich auch alles mitnehmen möchte. Und auf der Map sieht man ja bekanntlich, ob man schon alles eingesammelt hat. ID-Armband für Standseilbahnzutritt erforderlich. Oha. Mach mal. Oder ob da noch was zu sammeln ist, anhand dessen, dass der Raum rot ist. Dann ist nämlich noch was zu finden. Nö, ja, ich hab keinen Bock. Oder ist halt blau. Dann wurde schon alles gefunden. Was ist mit dem Brattern da eigentlich? Bei den liegen? Okay. Er raked sich jetzt. 2, 12, 8. Schon mal falsch. 2, 12, 8. So. Oh. Oha. Verstärkter Rahmen. Da muss ich ja noch mal kurz zurück. Da muss ich ja noch mal kurz zurück. Achso, ja, in die Kiste rein. Wo ist jetzt? Ah, da ist sie. Herausnehmen, jawohl. Und dann da rein. Oh yes, oh yes. Munition wechseln. Zur, okay, zu stärkerer Munition nehme ich an. Weil sie ist blau und da ist ein Plus. Nehme ich mal mit. Hochleistungsmunition, so heißt es. Nehme ich mal dankend mit. Er ist schon hier, ich werde verrückt. Nicht gut. Das habe ich zum Beispiel gelernt, dass man die Kollegen ganz gut stunnen kann.
Da hinten gab es ja jetzt erstmal nichts. Hier rein. Der kommt nicht im Ernst hier rein. Mist. Ist das blöd oder was? Noch einer. Oh nein. Reicht das jetzt? Ja, es reicht. Sehr beruhigend. Was nicht beruhigend ist, dass ich nur noch 2 Schuss habe. Also ich muss zugeben, ich habe den, das was ich jetzt hier tue, habe ich schon mal in einem Video gesehen. Deswegen komme ich halt nicht umhin, das zu machen. Also ich muss es halt einfach tun. Weil ich weiß, dass mir das später noch den Arsch retten wird. Ist hier noch irgendwas zu sammeln oder so? Nee. Kann ja kein Kegel sehen, sehe ich gerade. Aha. Ich weiß gar nicht, was ich mit den. Granate? Da muss ich nochmal zurück. Kann ich das Ding anwenden? Okay, aber wo liegt denn jetzt hier eine Granate? Jetzt lauf schon runter. Ich weiß, das ist nicht angenehm, aber... Hä? Will mich da jemand verarschen? Da! Oha! Oha! Und was ist das? Denn hier raus? Okay. Wie liegt das? Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ne? Das noch zumachen, wieder, wenn ich wollte. Was ist das? Also, ja, was ist das? Ein Schlüssel, aber wofür? Oha. Fährte drauf.
Mal ein bisschen Platz im Inventar machen. Oh, nee, warte mal. Das hast du dir nicht gut überlegt. Wo geht's denn hier lang? Oh. Der ist ja mal im Arsch. Ich nehme mal an, der wird dann später nochmal irgendwie frei gemacht. Ich will eigentlich noch nicht darunter. Das sieht mir ein bisschen heikel aus hier. Was sind das für Auswüchse? Ist ja absolut räudig. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Arbeitsaufzug. Okay. Oh, shit, was ist das? Was zur Hölle? Alter, was war das denn jetzt? Easy peasy, ganz gechillt, kein Stress. Verpisst du dich wieder? Was sagt mein Puls? Gesund. Okay, das wenigstens was. Und der ist jetzt natürlich... Der funktioniert natürlich nicht. Oh, doch. Bruder. Also ich habe nicht das Gefühl, jetzt hier sicher zu sein. Sag ich dir ganz early. Okay, gut. Das ist gut. Munition ist immer gut. Natürlich muss ich da auf die andere Seite. Er bleibt liegen. Okay, das ist ja schon mal nett von ihm. Oh, Scheiße. Noch einer. Oh. Okay. Yay. Okay, um euch jetzt nicht unnötig aufzuhalten, werde ich das natürlich mal wieder schneiden, bis ich an derselben Stelle bin. Und ich habe ja bis jetzt noch 5 Schuss in dem Scheißding drin gehabt. Und die werde ich da aufbrauchen. Also, ich melde mich wieder, wenn ich wieder am Fahrstuhl bin. Da bin ich wieder. Ich habe vorhin tatsächlich einen Schuss versemmelt, habe jetzt aber dafür wieder 4 Schüsse gefunden von dieser Hochleistungsmunition. So, er braucht nichts mehr. Den Film nehmen wir mit. Den werden wir dann noch schön gemütlich und entspannt entwickeln. Thank you.
Das war's, Lars. Bis später, Peter. Was noch? Ja. Okay, noch einer. Echt jetzt? Langsam reicht er aber. Oder? Nein, nein. Hau ab. So. Oh yeah. Keep on rolling. Treatment Facility. Okay. Ah, ich hasse die Kanalisation, ey. Ein fucking Labyrinth. Und es ist fucking dunkel. Und es ist fucking nochmal alles verschlossen. Eigentlich das andere Messer auch mit, ja. Easy peasy, zum Glück. Jetzt könnte ich mich ja auch geordnet werden. Ich das muss eigentlich wieder rausziehen. Das war ja nun schon stark angeschlagen, aber... Nee, ist weg. Es ist einfach weg. Steckdose. Elektroteil. Und niemand kann mir sagen, was das für einen Zweck erfüllt, ja? Also warum sollte man einen Gang bauen, den man hydraulisch nach oben fahren kann? Also ich meine, da oben ist ja auch nichts. Wenn man das Teil jetzt wieder reinmacht, fährt er wieder nach unten. Da oben ist halt einfach nichts. Also. I don't know. Jetzt fällt mir gerade ein, muss ich das noch da drin lassen? Ist doch bestimmt ein Shortcut oder sowas. Arbeitsraum. Der war zu, ne? Ja. Ich hab gedacht, da ist eine Tür, ey. Oha. A new knife. Was da auch immer von aus dem Wasser kam, ich hoffe, es ist nicht hier. Ich hasse, ey. Ungewissheit. Ah. Sollte ich das tun? Stehe ich jetzt? Nee. Stehe ich immer noch nicht. Oh, nee. Oh nö. Wo bin ich jetzt? Ja, da. Okay. Ich wette drauf, dass ich irgendwann aus dieser Tür rauskomme und es dann mitnehmen muss. Wassereinspritzungsanlage steht da.
Hier, geschlossene Tür. Geschlossene Tür. Soll ich irgendwie einen Schlüssel einstecken? Nee. Hey, habe ich in dem Raum nicht alles mitgenommen oder was? Okay, ich gehe jetzt gleich nochmal schauen. Ich muss mich eh wahrscheinlich hier erstmal hinretten wegen dem scheiß Drecksvieh. So, okay, ich fahre jetzt nochmal kurz hoch oder beziehungsweise holen erstmal runter. Anscheinend gibt es ja da noch irgendwas zu finden. Ah. Die habe ich ja ganz vergessen jetzt. Dafür muss ich mich wohl entschuldigen. Soll ich es mitnehmen? Soll ich es nicht mitnehmen? Ich nehme es jetzt einfach mit. Geschissen. Brauche, dann muss ich halt nochmal zurückkommen. So. Jetzt habe ich ja tatsächlich ein bisschen Schiss. Weil ich dahinter muss. Und der Weg doch ganz schön weit ist. Ich will nicht. Aber wie bin ich denn eigentlich dahin gekommen? Aufbereitungsraum, Überwachungsraum. Bla bla bla. Okay. Ja, okay, ist halt so. Was mache ich jetzt? Dran vorbeirennen, ja? Habe ich noch was zum Dingsen? Granata. Ausrüsten. Da ist es. Da ist es, das Drecksvieh. Jesus. Ich hab gedacht, sie wirft's. Sie wirft's. Das da. Damit kommen wir doch bestimmt auch wieder in die Polizeistation rein. Das sieht doch genauso aus, oder? Könnte wetten, hier kommen noch mehr von diesen Scheißdrecksviechern. Ich will die mir auch gar nicht genau angucken. Das interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur... Der Schlüssel. Der Schlüssel. Yes. So, da oben ging es ja nicht weiter, aber war da irgendwas zum Einsammeln? Ich muss gleich mal nachschauen. Das ist ja wahrscheinlich der Facility-Schlüssel for Treatment. Ach ja. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Aber ich muss jetzt leider halt auch hier durch. Oder speichere ich ab oder mache ich es nicht? Oder lasse ich es sein? Oder... Bitte die Granate nicht werfen. Ich habe keinen Bock. Weiter. Angeblich brauche ich das jetzt. Okay. Hier ist das gruselig. Ach was. Für eine Scheiße.
Oh Gott, die sind überall. Na, Hauptsache, die stehen nicht auf hier. Will nicht. Da ist der Weg auch noch so weit. Ich werd bekloppt, ey. Let's go. Granate rein. Kurz die Orientierung verloren. Aber ich glaube, es geht hier noch. Scheiße. Time to heal. Wo muss ich jetzt lang? Rechts, oder? Ich muss an dem vorbei. Vielleicht wäre eine Blendgranate besser gewesen. Lang, ey, ist doch dumm. Eine Mal, das ist zwei am Hals. Ja, super. Ein Messer und eine Granate verballert. Nein! Willst du mich verarschen? Ich bin wieder am Anfang. Wo soll ich denn hin? Munition, aber nein, warum auch? Was ist das für eine Waffe? Geht's hier durch? Muss ich Angst haben? Oha! The Queen?
Green Plug. Hier was anderes reinplagen. Anscheinend nicht. Das ist der King Plug und der Queen Plug, okay. Queen und King. Das heißt, wenn ich das hier rausziehe, muss ich da hinten reinstecken. Okay. Und dann passiert da mit Sicherheit irgendwas. Weil irgendwas muss ja passieren. Und das ist nochmal King. Okay. What the fuck? Kommt er jetzt hier hoch? Er scheint ja sichtlich verwirrt, der Kollege. Ich glaube, wenn sie Scheiße sagt, ist schon kritisch. Jetzt aber, oder? Ja, das war es eindeutig. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht runterspringen sollte. Mal einmal schauen. Also ich brauche den König, sonst komme ich hier nicht weiter. Kann ich mir schenken. Der König vielleicht in dem Raum da? Oh nö. Leck mich. Hey, da ist doch der König, oder nicht? Bin ich doof? Ja?
Sie hat ihn gesehen, aber ich nicht. Wo liegt er denn? Ich verstehe es nicht. Oh. Ja. Augen auf. So, okay. Und jetzt kann ich daran. Ehre. Yes. Okay. Also, wollte ich gerade sagen, habe ich keinen Platz für oder was? Also, wenn man so eine Waffe bekommt, wird man sie mit Sicherheit auch gleich benötigen. Königin hier rausnehmen. Dann da wieder einstecken. Hier jetzt was machen? Ich jetzt hin. Ja, okay, ich glaube, ich hab's. Scheiße. Ich habe den König. Die Queen jetzt, ne? Ja. Ich kann jetzt das hier aufmachen. Ich kann jetzt den König rausziehen. So, damit ich beide habe. Ah. War ja klar. Jetzt brauche ich natürlich Platz. Weil ich einfach zu voll bin. Na, dann muss ich es halt so kombinieren. So, jetzt wird ein Schuh draus. Queen. Das war's. Das ist die Queen. Aha. König. Genau. Jetzt kann ich mir die Queen wiederholen. Und jetzt wird bestimmt gleich was passieren. Ich muss tatsächlich nochmal zurück, ey. Das ist doch scheiße. Es passiert nichts. Das ist ja crazy. Es passiert einfach nichts. Krank. Okay bei dir? Oh shit, ey. Hoppla. Ich muss mir erstmal sammeln.
Wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Ihr kennt das ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf meinem Kanal. Tschüss.